Rabbit heeft het in ieder geval genomen. Dus het fahrzeug, dat ganz normal, een klassische TT, die Rabbit gefahren werden, von dem Matt, kann ferngesteuert werden oder kann ganz allein Arbeiten verrichten. In einem Modus, entweder das ihm das Anlehren, Vorfahren und er noch genau die Bewegungen und die Hubkräfte oder Hublagen, die man braucht, noch macht im Abfahren. Oder dass ich ihm eine Fläche vorfahren, eingrenzend und ihm Möglichkeit geben, nachher, dass er das plant, wie er das ausführt, die Arbeit. Inklusive Wendevorgänge, Geräte anheben, das Abfahren aus Ein- und Aus. Also komplett selbstständig. Das Sicherheitssystem, das das Fahrzeug hat, das ist dreistufig ausgelegt. Das heisst, einerseits hat er ein Radar. Der Radar sendet Wellen aus, etwa 5 bis 8 Meter in die Front des Fahrzeugs oder nach innen in seine Umgebung und realisiert dadurch, ob ein Hindernis im Weg steht. Wenn das Hindernis nicht auf die Seite geht, währenddessen die Fahrt verlangsamt, sprechen er in den Stoßstangen die Ultraschallsensoren an und wenn das Hindernis noch länger weg ist, heisst das, er löst den Stopp aus. Das Fahrzeug kommt rund einen halben Meter bis einen Meter von mir weg zum Stillstand. Falls das System wieder erwartet, einmal versagen sollte, haben wir noch Stufe 3 und das ist einfach ein Kontaktschalter in der Stoßstange, der bei der Berührung mit dem Hindernis, wo ja der schon die Fahrt verlangsamt ist durch den Radar vorher, den Kontakt auslöst und entsprechend den Motor abstellt und das Fahrzeug anhaltet. Das Fahrzeug ist sehr einfach zu bedienen. Es ist aufgebaut auf der Logik von einem TT211, der von sich aus schon ganz einfach zu bedienen ist. Zusätzlich hat er in der Kabine einen PC oder einen Rechner. Und der Rechner kann man über Touchscreen wählen, was man will. Einerseits einfach in einer vorgegebenen Fläche die abmähen oder dann die Variante Teach and Play Back, das heisst das Anlehren der Vorgänge inklusive Ausheben der Hubwerk und Lenkvorgänge, Beschleunigungsvorgänge, Verzögerungsvorgänge und das nachher wiedergeben auf genau der gleichen Strecke in einem späteren Zeitpunkt. Das Fahrzeug hat zwei Anbauräume. Die zwei Anbauräume kann man natürlich beide nutzen, selbstverständlich. Heisst zum Beispiel eben mulchen, mähen, Güllen ausbringen mit einem Schleppschlauch oder sonst mit der Verschlauchung. Halt arbeiten oder Wiesen schleppen. Arbeiten, die relativ zeitaufwendig sind, aber eigentlich nicht anspruchsvoll. Das System kostet je nach Ausführung, wie man es nachher hat, zwischen 30.000 und 50.000 Franken.